Ah ja, und es ist nicht aufgeräumt, nicht erschrecken. Ich bin auch kein Messi. Es gab mir auch irgendwann mal gedacht, so, Graffiti geht irgendwann unter. Und, es gab auch Zeiten, da ist es echt lau geworden, aber dann schwappt es wieder nach oben. Und inzwischen wird hier weltweit gespielt, oder schon lange eigentlich, und überall werden Züge gemalt. Also wenn Sie S-Bahn anmalen, gut, es kann aber auch jeder andere Zug sein, oder es kann auch eine Wand sein. Hauptsache es wird gemalt. Ob illegal, legal. Immer wieder spannend. Es gibt einfach so viele gute Momente, immer mit Leuten zusammen malen und Ausstellungen zu machen. Einfach drauf losgehen und die Fahrt. Seine Handschrift hat, so hat man halt seinen Tag. Wobei stimmt nicht ganz, weil Tags variieren. Also ich variiere meinen Tag in allen möglichen Formen, Farben und ja. Der macht sich eigentlich nicht fix. Also es ist immer Z-Rok. Aber er kann so verschieden ausschauen, damit es auch nicht langweilig wird. Entstanden. Ja, ich habe den geklaut, den Namen, von einer Filmfigur in einem Graffiti. Meine Buchstaben, die müssen sich schon biegen und schwingen und in Bewegung bleiben, obwohl sie halt statisch sind, aber doch, die haben einen Schwung, das ist schon gewollt. Also ich mal hauptsächlich für mich und nicht für den Betrachter. Ich will halt den Style malen, der mir im Kopf schwebt. Mein Kopf ist voll mit Styles und mit Farben und kann ich nicht blockieren. Kalligrafie habe ich auch vorher schon gemacht und ja, das liegt mir halt, fand ich gut, Buchstaben sind schön. Und nicht nur mit Pinsel, also auch mit Markern, mit allem möglichen Material, ich baue ja auch Modelle, mach Skulpturen und Installationen, also wie es kommt, aber hat immer was mit Buchstaben zu tun. Und den erkennt man auch, wenn nicht Z-Rok dabei steht. Das ist schon auffällig. Das Z ist schon immer recht ähnlich. Es gibt viele Sachen, die mir gefallen. Es gibt auch viele Comiczeichner, die ich gut finde, aber inspirieren eher weniger. Weil ich male ja meinen eigenen Style, also der inspiriert mich mein eigener Style, den ich male. Der, das eine Bild ist gemalt und ergibt schon wieder das nächste. Entwickelt sich's weiter, also die Leute machen nach wie vor das Gleiche, würde ich mal sagen. Die Techniken ändern sich vielleicht ein bisschen, die Motive auch bei manchen und anerkannt ist es ja schon lang, also da muss man gar nicht mehr kämpfen. Man muss eher kämpfen, um legale Flächen zu kriegen. Das ist eine Geschichte, da hapert es ein bisschen. Es gibt einfach viel zu wenig Freiflächen für den ganzen Sperr. Und ja, dadurch werden auch viele abgedrängt in das illegale Sperren. Wurde, glaube ich, auch mal erwischt. Aber nicht auf sich selbst. Ich werde in die Grube fahren mit einer Spraydose.